Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Train Simulator 2013 mit CMTV. In der vorherigen Folge sind wir... Entschuldigung, Sie fahren. So, das regt mich so auf, das Teil, das ist so gigantisch. Ja, in der vorherigen Folge sind wir gefahren von Köln nach Leverkusen, Mitte. Wir fahren jetzt noch nach... Düsseldorf Hauptbahnhof. Ja, ankommen werden wir dort um 13:05 Uhr. Das heißt ungefähr 15 Minuten Fahrzeit. Ja, ich würde sagen, wir begeben uns hier wieder ins Cockpit, bevor Steve Fox noch 10-mal stoppt hier. Ja, gespielt wie immer für TV, aber das solltet ihr eigentlich am Kanal sehen, von wegen das hier Let's Play wird. Dam. Wie nicht mit mir sicher. Ja, also auch Köln kann mal verregnet sein, ja. Genau so wie Düsseldorf. Dieses Mal ist generell die Strecke ein bisschen verregnet. Nicht, was ich falsch gemacht habe, dass die anderen tun mit dem Regen. Irgendwas muss es sein. So. ETA schon 56 statt 57 bei Düsseldorf Benrad 1. Ja, die letzten Kilometer sind schon sehr, also fährt man eigentlich nur mehr geradeaus mit Höchstgeschwindigkeit. Ja, der Fun-Faktor hält sich halt in Grenzen. Aber schon ruhig ist es, muss man sagen. Ist wirklich richtig ruhig. Man hat nicht mal die... Ja, hört mal hin. Oh, Scheiße! Ich bringe das Ziefer irgendwann um. Seht ihr es? Wir bleiben schon wieder stehen. Boah. Ja, ganz leise hört man. Ich bin echt ein Lokführer. Alle 2 Minuten an der Notbremse. Das hat's die. Ja, sie weiß, bin ich dir so vorgekommen. Ganz einfach das Kriterium, das wäre wirklich simpel. Wenn man es hören will, das tut man nämlich nicht. Irgendwie logisch. Zack. Und voll in die Fresse. Ja, sie fährt, jetzt war ich wieder schneller als du. Ja, unser nächster Halt ist 8,5 Kilometer. Mal schauen, dass wir den Speed überhaupt rausholen können. Also es ist wirklich nicht so
kurz, ich schau mal kurz. Also hier sind jetzt gerade nur die neuen Züge, die Railbox gerade rausbringt. Und zwar ist das zum Beispiel eine Dampflok, das ist hier die Class, was haben wir hier heißen die? Class A4 Pacifics. Das ist eine Dampflok, meiner Meinung nach, die 126 Meilen in der Stunde, das sind 201 km/h fährt. Das ist der Rekord. Ja, dann ist hier rausgekommen, wie ihr sicher wisst, die BR324, die bin ich schon gefahren. Das ist diese S-Bahn da, nicht die da. Die ist rausgekommen. Dann kommt jetzt in Zukunft, in naher Zukunft, kommt Hamburg-Hannover raus. Das ist richtig geil. Und das freut mich schon so richtig, weil ich mir sofort kaufe. Ich habe leider gehört, dass manche Leute sagen, sie ist so undetailgetreu, aber das ist doch egal, Leute. Was regt ihr euch so auf? Seid froh, dass es sowas wie Railworks gibt. Das ist wirklich eine geile Simulation. Die haben das so toll gemacht. Muss man den Wirt wirklich lassen, den Railworks Leuten. Die haben das toll gemacht. So, da haben wir mit der dynamischen Motor auf 100. Da vorne ist leider schon Benrad. Ich muss mal kurz bremsen. Dann reden wir weiter über Hamburg, Hannover oder umgekehrt über Hamburg. Wird sicher in beide Richtungen geben. So. Und ganz langsam bleiben wir dann da vorne stehen. Haben wir aufgeschmissen, oder? Ja, sind offen, hoffe ich. Ja. Sind offen, jetzt müssen wir. Yay! Wie lang? 3 Minuten, oder? Oder wie? Jetzt müssen wir 3 Minuten warten. Ey, ja, der hat. Wow, was ist da los? Wow. Kann ich dem da ins Gesicht schauen? Ey, nein, da wollte ich nicht hin. Da. Hallo. Aber geil schaut die schon aus, das muss ich mal schon sagen. Muss man sich alles mal vorstellen, wie monströs der Scheiß ist. Extrem groß der ganze Kacke ist eigentlich. Ist ja riesig, das darf man. Das vergessen leider viele, dass das riesig groß ist. So, dann dahin auf. Dann take wir mal hier ein Seat. Steht mir. Okay, nein, das kann ich nicht lesen, sorry. Oh, Lady. Hat sich gleich in Luft aufgelöst, wie sie uns gesehen hat. Wie lange haben wir denn noch? 1,5 Minuten noch.
Ja, sobald wir fahren, reden wir dann wieder weiter über die Strecke Hamburg-Hannover. Ich gehe mal schnell hier Facebook. Dann kann ich hier auf die Gruppenseite gehen. Also auf Railworks halt. Railworks. Nur welches ist das Original? Das ist das hier, glaube ich. Ich hoffe, es ist das hier. Sonst einen Moment, ich lasse mir einfach mal hier die Neuigkeiten. Das dürfen wir, glaube ich, gleich mal fahren hier. Auf die Türen zu. So, 160. So, wir haben zuerst einmal keine Zwangsbremsung gehabt, kurz nach dem Start. Da haben wir es, railsimulator.com. Ich habe die Seite gefunden. Ja, da haben wir jetzt mal. Hannover, coming soon to Transimulator 2013. Und was schreiben da die Leute? Nice! Ja, also manche Leute sind positiv überrascht. Bahn anscheinend schon eine halbe Million.
Naja, steht nicht ganz anders drin. Gelder, das ist gigantisch. So, ich hätte nicht über die Bahn hier mal zurück. Nervt. Bleib halt stehen, wenn ich dich schon. Alter, ist das lästig. Das krieg ich in den Kopf nicht rein. Das ist so gigantisch lästig. Das ist. Ich meine, wozu? Man wird nicht davor gewarnt. Das ist nicht dein Ernst. Das ist echt nicht. Das ist einfach nicht fair. Ich finde es nicht fair. Das auch. Und jetzt sind wir gleich in Düsseldorf. Was ist das? Ah, er ist zurücksetzen. Und da hat es 30 gewesen, weil ich habe durchgedreht. So, und dann sind wir gleich da. Ich möchte hier irgendwie den Passagieren einsteigen, aussteigen über dem Dach. Zumindest den meisten. Unter ihnen, bis auf die letzte Tür. Ja, das ist wirklich verkraftbar. Ja, das ist absolut verkraftbar. Möchte ich denen ermöglichen? Und ja, jetzt sind wir da. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe auch, ihr schaltet wieder ein, wenn es mal wieder heißt. Let's Play Train Simulator 2013 mit SimuTV. Und bis dahin. Tschüss, Baba und auf Wiedersehen.